Ich habe mich heute kurzfristig bei diesem schönen Wetter entschieden, raus in die Natur zu gehen. Und was kann es Schöneres geben, als einmal die Landschaft in und um Berlin zu erkunden? Und in diesem Video möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise immer der Wohle entlang. Im Hintergrund sieht man ein riesiges Wasserauffangbecken und hier soll unsere Reise beginnen, am Ursprung der Wohle. Noch schnell ein paar Brombeeren naschen. Und dann geht es auch schon los. Neben der Wanderroute als ständiger Begleiter die Wuhle. Kiefernwälder und märkischer Sand prägen die Wuhle-Landschaft. Und dann ist sie verschwunden. Alles trocken auf den ersten Blick. Aber tief unten im Boden ist noch Wasser. Dschungelatmosphäre. Und die Waldpolizei sorgt für Ordnung. Der Weg wird gesäumt von schwachwüchsigen Kastanien. Sie haben es sichtlich schwer, Licht zu tanken, um besser zu wachsen. Das sieht man am Wuchs dieser Kastanien. Wo Birken stehen, ist das Wasser nicht weit. Unsere erste Station ist der Ostkirchhof in Arnsfelde. Er ist ein landschaftliches Highlight. Die Kapelle wurde 1903 im Jugendstil erbaut und ist weithin sichtbar. Im hinteren Teil kann man die Spuren alter Zeiten entdecken. Hier hat schon lange keiner mehr drauf gesessen. Die Natur erobert das Land und verleiht ihm sein ursprüngliches Gesicht. Große Alleen säumen den Weg. Hier und da wird dann doch restauriert und wiederhergestellt, so wie diese Wasserquelle. Hier sieht es harmonisch und sauber aus, die anonymen Grabflächen. Die Ameisen sind hier sehr aktiv und es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Und da ist sie wieder, die Wuhle, die quer durch den Friedhof verläuft, um dann kanalisiert die Bahnstrecke zu unterqueren.
Keine 50 Meter ist es weit bis zum Bahnhof Friedhof in Arnsfelde, wo die Odeckbahn Richtung Werleuchen und Berlin-Lichtenberg verkehrt. In der Bahnhofstraße wird die Wuhle wieder sichtbar. Sie unterwandert die Straße, um dann den Wuhlesteg entlang zu fließen. Die erste Brücke verbindet das Dorf mit den angrenzenden Siedlungen. Von Wasser nichts zu sehen, aber das Schiff zeigt, dass es vorhanden ist. Ein Aussichtspunkt ins Schilfmeer. Es ist Wasser in Sicht. In Arnsfelde fließt sie dann unter die Bundesstraße 158. Wir können ihr nicht direkt folgen, sondern gehen einen kleinen Umweg durch die Dorfstraße und entdecken so das Innere von Arnsfelde mit der Kirche und dem Harthaus. Erst wieder am Gartenweg kommen wir der Wuhle näher und verlassen das Dorf und das Land Brandenburg. Und hier wird das kleine Flüsschen Wuhle zum Grenzgänger. Wo ich stehe, ist noch Berlin und dort, wo der Acker ist, das ist schon das Land Brandenburg. Aber weiter geht's Richtung Wuhletalwächter. Die gut ausgebauten Wege führen uns direkt zum Wuhletalwächter. Der 17,5 Meter hohe Kletterfelsen besteht aus einem Betonkern aus 550 Betonplatten von Berliner Balkonen aus Plattenbauten, der mit Spritzbeton eine naturnahe Gestalt bekommen hat. Der von Eichen geprägte Weg führt uns zu den Arnsfelder Bergen. Und auf dem Weg dorthin begleiten uns blühende Kornraden. Und nun sind wir da, bei den Arnsfelder Bergen. Die dritthöchste Erhebung Berlins und wer möchte, kann diesen Berg besteigen. Von dort oben hat man einen herrlichen Ausblick über das Berliner Umland.